Hi, willkommen zurück bei meinem Mittwochsvideo. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und schön, dich wiederzusehen. Also nochmal hallo. Okay, diesen Mittwoch habe ich ein Thema, wo ich mir dachte, mal anbringen, bevor Weihnachten und Urlaubszeit anfängt. Denn Urlaub, eins der spannendsten Themen überhaupt für mich, klingt komisch, ist aber so. Ich habe vor, ein paar Wochen, Monaten, ich weiß nicht, auf jeden Fall eine Reise gewonnen. Was an sich ja eine tolle Sache ist, nur andere würden jetzt sagen, yay, ich habe eine Reise gewonnen. Meine Reaktion war, den zurückzuschreiben, kann ich nicht die 200 Punkte haben? Ich wollte nicht verreisen. Die haben mir dann zurückgeschrieben, es ist alles inklusive. Sie kriegen Fahrdienst, alles, bla, blub, das klang alles toll, aber der Gedanke zu verreisen war der totale Horror. Nicht, weil ich irgendwie nicht gerne die Welt sehen würde, nur ich mag keine Veränderungen und ich mag es nicht, wenn mir jemand sagt, reise jetzt nach dort und dort oder so. Ich bin seit mehr als 15 Jahren nicht mehr verreist. Naja, vielleicht auch ein bisschen weniger. Ich muss ganz kurz überlegen. Ich bin, glaube ich, mit 12 das letzte Mal verreist. Das wären dann, glaube ich, 10 Jahre. Vielleicht war es auch mit 13. Aber auf jeden Fall zwischen 8 und 10 Jahren bin ich nicht mehr verreist. Zum einen wegen mir, zum anderen auch wegen gesundheitlichen Dingen. Mein Vater ist mal ganz unpraktisch wir wollten verreisen. Oder wir haben eigentlich eher so viele kleine Reisen innerhalb von unserem Landkreis, glaube ich, nennt sich das. Naja, wie auch immer. Geplant. Und dann ist mein Vater am ersten Urlaubstag in so ein blödes Erdloch geflogen, das man aber wirklich nicht sehen konnte, weil es war voll gemein versteckt. Also ich wäre auch fast reingeflogen. Aber zum Glück latsche ich immer hinter meinem Vater her, deswegen. Oh Gott. Unsere Urlaube sehen seit sehr langer Zeit so aus, dass wir die näheren Umgebungsdinger bereisen. Wir sind oft am Bodensee oder auch mal, eigentlich sind wir in Museen, gehe ich gerne. Ich mag die Bilder und das Anstarren und dann denke ich mir manchmal bei manch einem Bild, könnten wir jetzt weiterlaufen, aber bleib weiter und starr noch ein paar Minuten. Es fällt bestimmt nicht auf, dass du dich inzwischen langweilst. Nein, der da drüben neben dir geht auch schon seit 5 Minuten. Das fällt schon nicht auf. Vor ein paar Monaten, ich weiß nicht, vielleicht war es auch schon vor einem Jahr oder so, da waren wir im Ravensburger Museum und da gab es diese Ausstellung mit Seifenblasen, wo ich total begeistert war, weil ich gedacht habe, ja, Seifenblasen, die liebe ich. Dann waren es aber blöderweise bloß an einem Bildschirm projizierte Seifenblasen. War nicht so cool. Aber trotzdem, die anderen Bilder, die dort waren, waren toll. Wir wollten auch mal ins Bauernhofmuseum, das hatte dann aber zu. Dann sind wir aber an einen Italiener gekommen, der da in der Nähe war und der war lecker. Sehr lecker. Wir waren auch mal in Marktdorf. Da gab es dieses tolle Museum und dann haben wir noch einen Tee getrunken. Ja, ich muss zugeben, das ist ehrlich gesagt jetzt auch schon mindestens 2-3 Jahre her. Also Minimum. Weil die letzten 2 Jahre sind irgendwie unsere Urlaube, mein Urlaub bestand da drin, auf dem Sofa zu liegen und mir irgendwelche Serien reinzuziehen. Und die von meinen Eltern bestand irgendwie draus. Mein Vater hat sich ausgeruht, ich habe mich viel auch ausgeruht, hier und da mal einen Ausflug. Also
Ich muss sagen, die Urlaube, die wir die letzten Jahre machen, fand ich besser als die davor. Weil als ich ein Kind war, also da sind wir gelegentlich wirklich weit weggefahren. Einmal sogar bis nach Italien. Oh, da gibt es dieses, oh, das war so schön, da gab es dieses Ölmuseum. Wobei ich sagen muss, die hatten da unten im Keller beim Ölmuseum so eine Wachsfigur und ich habe mich an der zu tot erschrocken. Die stand da so ganz böse im Dunkeln und dann eben da war die und dann ging da so eine Treppe entlang und eigentlich so, ich war eben noch sehr klein und dann stand da aus dem Schatten irgendeine Figur und dann bin ich da so schnell wie möglich weggerannt und gestolpert und habe mir das Knie aufgeschürft. Und seitdem mag ich keine Wachsfiguren mehr. Oder ich habe eigentlich auch noch nie wieder eine probiert, irgendwie anzugucken, aber ich konnte die nicht mehr leiden. Ja. Wobei mir auch entfällt, leiden ist auch so ein interessantes Wort, weil ich kann es nicht leiden, ich leide unter Bauchschmerzen. Immer diese doppeldeutigen Worte, schrecklich. Oder sowas wie finden. Ich finde dich toll. Ich finde diesen Ort toll. Ich finde nach Hause. Also wirklich, ich meine, so kann ein Wort nicht einfach nur eine Bedeutung haben. Na gut, aber das ist eine andere Geschichte, die ich euch aber nicht mehr berichte. Weil ich feststelle, entschuldigt, meine Kamera wackelt schon wieder so. Weil ich feststellen musste, da kann man nicht so besonders viel dazu sagen. Ja, in diesem Italienurlaub gab es auch dieses. Da hatten wir einen richtigen Balkon, da habe ich so ein Halbzelt aufgebaut und da habe ich dann die ganze Zeit drin gesessen und Bücher gelesen, wobei man eher sagen müsste, gelesen, es waren Bilderbücher. Kuscheltiere waren da auch eine Menge drin, gibt es ein ganz lustiges Foto. Ja, und da gab es diesen Pool, oh, da war ich fast jeden Tag drin, weil. Wie schon erwähnt, bis zu dem Moment, wo mein Arsch das erste Mal sich so richtig gezeigt hat, war eigentlich mein Leben wie das von jedem anderen. Es war stinknormal. Okay, jetzt ist für mich auch noch stinknormal, aber von außen betrachtet irgendwie sagen viele, also ich musste mir oft anhören, du bist faul. Dieses, du liegst den ganzen Tag bloß rum und machst doch gar nichts und so weiter und so fort. Ich mache eigentlich sehr viel, eben nicht unbedingt so, ich gehe halt nicht raus. Aber so innerhalb der Wohnung mache ich viel, ich. Also für meine Verhältnisse viel. Wobei viel ja auch relativ ist. Also ich versuche zumindest nicht nur rumzuliegen. Ich mache diese Videos und ich schreibe E-Mails, ich spiele Online-Spiele. Ich spiele auch manchmal mit meiner PlayStation. Ich mache nicht wirklich viel, aber das, was ich mache, reicht mir völlig aus. Ja, jetzt bin ich aber voll abgeschweift schon wieder. Dann hatten wir eine Zeit, da sind wir ins, ich glaube, Montafon gefahren. Da gab es dieses kleine Hotel. Da war, es war so toll. Also, da bin ich echt gerne. Das war so ein Kinderhotel und da war ich richtig, richtig gerne. Und da gab es diese netten Stofftiere. Da habe ich, glaube ich, 3 oder 4 Minimum gesammelt. Jedes Mal, wenn wir hingefahren sind, durfte ich mir ein anderes aussuchen, weil das war eigentlich immer das genaue Gleiche, nur mit einem anderen Outfit. Das fand ich so toll. Da konnte mein Vater spazieren gehen. Ich hatte Beschäftigung, weil da gab es diese Kinderding. Und was meine Mutter gemacht hat, weiß ich nicht. Ich vermute, sie hat Mutti-Zeug gemacht. Ja, da sind wir dann hin, bis ich so, ja, bis zu diesem Tag, wo ich dann nicht mehr Kind war und ich einen ganzen Urlaub praktisch nur flach gelegen bin und es so bescheuert war. Und dann hat es auch noch die ganze Zeit geregnet und irgendwie, ja, dann war es vorbei. Und den Urlaub darauf sind wir dann das erste Mal
durch die Gegend gefahren, immer bloß, und haben hier im Umfeld Zeug gemacht. Da war ich dann auch mit meiner Schwester, die KitKat, wie ich sie so nett nenne. Hi KitKat, falls du dieses Video siehst. Die war da auch dabei und da haben wir dann uns zwei Kleider im Partnerlook gekauft. Wobei meins komischerweise nicht mehr irgendwie, ich finde meins nicht mehr, leider. Wobei ich das sehr gerne wieder anziehen würde. Also, vielleicht fällt mir irgendwann wieder ein, wo ich es hingeschmissen habe. Ich vermute, dass es irgendwo in einem Schrank ist. Ja, das ist eine Definition. Irgendwo in einem Schrank. Ja, dann... Oh, ja. Da fällt mir aber noch was anderes ein. Der Bratensoßenurlaub. Es klingt jetzt total schräg, aber wir waren mal in Urlaub in irgendeinem, nennen wir es mal, Kuhkaff. Und da gab's, und das ist jetzt kein Witz, wirklich, nur Fleischgerichte auf dem Teller. Und ich bin Vegetarierin, deswegen esse ich kein Fleisch, also zumindest nicht viel, also im Sinne von, ich muss zugeben, ich habe Eisenmangel und deswegen muss ich gelegentlich ein Hühnchen essen. Ich schäme mich, ich bereue es jedes Mal, aber wenn ich das nicht machen würde, dann würde wahrscheinlich mein Eisenhaushalt komplett in den Keller sinken. Und vieles des Zeug von den Sachen, die man sonst essen kann, wie Nüsse oder Vollkornbrot, die sind mir leider zu rau auf der Zunge und im Mund, ist aber auch nochmal ein Thema. Dinge, die man nicht so... Also ich kann nicht alles essen, einfach von der Konsistenz her. Ich mag auch kein Knäckebrot. Aber dazu mache ich mal ein anderes Mal ein Video. Ja, auf jeden Fall, dadurch, dass ich eben dieses ganze Fleischzeug nicht essen konnte, musste ich auf das einzig andere zurückgreifen, was da war. Und es waren Nudeln. Nudeln mit Bratensauce. Und ich sag euch, wenn du das vierte Mal am Stück zum Mittag, zum Abend und beim Frühstück hatten wir nicht, aber wirklich jeden Mittag und jeden Abend nur Nudeln mit Fleischsoße isst, hängt's dir aus den Ohren. Ich glaube, wir sind damals 2 Wochen dahin. Die ersten 4 Tage dachte ich noch so, okay, man kann's essen. Am 5. Tag dachte ich, jetzt langsam habe ich genug. Am 6. Tag habe ich gedacht, könnten sie wenigstens mal eine andere Fleischsoße machen. Ich meine, die identische Fleischsoße, wärmen sie die etwa am Ende noch jeden Tag nur wieder auf? Ja, und dann am 7. Tag habe ich dann den Fleischsoßenkoller gekriegt. Da habe ich meine Mutter gesagt, wenn ich jetzt noch einmal Fleischsoße essen muss, dann weiß ich nicht, dann drehe ich durch. Ja. Aber das Schlimmste war das Hotel, da gab es nichts. Da gab es keinen Spielplatz in der Nähe, keine Möglichkeit der Unterhaltung, keine Möglichkeit irgendwas zu machen. Für Bergwanderung war das Wetter zu schlecht. Ich wandere sowieso nicht gerne. es gab keinen Pool zum Schwimmen. Es war ein richtig düsteres Hotel. Also so Horrorfilme hätte man da drin wirklich gut drehen können. Kein Witz. Ich habe immer nur noch darauf gewartet, dass der Verrückte um die Ecke gesprungen kommt und mir sagt, und Action, jetzt tun wir so, als ob wir uns erschrecken. Ich weiß noch, einmal bin ich in dem Hotel den Gang entlang gelaufen und dann ist ein anderer Vater in einer Regenjacke vorbeigekommen. Und der ist so komisch gelaufen und es war so dunkel und da bin ich kreischend wieder zu meiner Mutter zurückgerannt, weil ich mir, weiß der Geier, was vorgestellt habe. Heutzutage kann ich es nicht mal mehr rekonstruieren, was es war, aber damals war es der totale Albtraum. Ja, mein Glück war, dass in der Nähe eine Stadt war, die einen Mediamarkt hatte. Oh Gott, gepriesen sei der Herr für diesen Mediamarkt. Ich hab mir da damals, glaube ich, 5 DVD-Packs gekauft, Serien, einfach irgendwelche wahllos gepackt. Und ich habe die davor noch nie gesehen. Ich habe damals auch einen Mini-DVD-Player dann geschenkt bekommen.
Und dann war mein Urlaub zumindest halb gerettet, weil dann habe ich den halben Tag damit verbringen können, DVDs zu gucken. Aber danach war mir klar, ich gehe nie wieder in Urlaub. Dieses Packstress, diesen Streit, den meine Eltern immer haben, wenn sie gepackt haben, weil das kam immer zum Streit. Es ist Weihnachtsbaum aufbauen, Auto packen oder allgemein packen. Meine Eltern streiten. Oh Gott, sonst sind sie sehr harmonisch, aber bei den Sachen, da können sie streiten wie die Großen. Ja. Ja, und danach sind wir eigentlich immer recht lokal geblieben, wenn man so möchte. Und haben die Gegend besucht und das war eigentlich auch immer recht schön. Diesen Urlaub war unser größtes Ding. Wir sind also war mein größtes Engagement urlaubstechnisch. Ich bin mal in den Markt gegangen und habe ein bisschen Gemüse gekauft, um mit meinen Eltern zusammen Smoothies zu machen. Aber meine Eltern Gemüse reingeschmissen haben und alles Mögliche und ich nur Bananenmilch getrunken habe. Ist wahrscheinlich so, weil mein Vater hat irgendwie ja immer im Sommer Urlaub und da bin ich eh schon müde vom Sonnenlicht und so. Und es ist nicht sehr einfach, einen Urlaub zu haben und zu genießen, wenn du im Prinzip eigentlich bloß im Bett liegen willst. Ja, den Winterurlaub, den verbringen wir sowieso zu Hause, weil das sind ja ist nur eine Woche oder so um Weihnachten. Und ich mag eh so gerne, wenn es hier schneit. Ich liebe Schnee und ich freue mich so drauf, wenn es dieses Jahr schneien anfängt. Ich denke, es wird dieses Jahr schneien. Ich bin mir sogar recht sicher, dass es schneit. Weil ich friere ja jetzt schon wie verrückt. Ich meine, unsere Heizung läuft ja schon gut. Wartet. Ja, doch, die Heizung läuft. Merkt man aber nicht. Es ist echt kalt bei uns. Sogar mein Hase friert. Und der hat Fell. Der war auch erst seit einem dieses Jahr hier hoch in mein Zimmer gezogen ist. Davor war mein anderer Hase da. Der sah immer aus wie so ein Riesenwollknäuel. Ohne Witz, so ein Riesenwollknäuel. Ja. Ich freue mich immer über kleine Dinge. Also ich brauche keinen großen Urlaub in Italien, Thailand oder weiß Gott wo. Oder auch nur in. Ach doch, da fällt mir noch ein. Früher haben wir regelmäßig Urlaub auf der Hütte gemacht. Ich weiß nicht, wo die irgendwo bei Balderschwang ist, die. Und die war. Also ein Spartaner hätte gesagt, das ist aber echt mehr als spartanisch. Es gab keinen Fernsehanschluss, es gab keine Steckdosen. Also zumindest als ich dort oben war, gab es da keine Steckdosen. Es gab nur kaltes Wasser. Doch, es gab Strom, weil wir haben immer den Wasserkocher benutzt. Es war muffig und ich habe es gehasst. Ich habe es immer gehasst. Ich habe es geliebt, weil da dahinter war ein kleiner Bach und da haben mein Papa und ich immer versucht, einen Staudamm zu bauen. Recht erfolglos, aber besonders, weil wenn du so einen Staudamm baust, kannst du keinen Fluss, der so ist, aufhalten. Aber wir haben es zumindest versucht. Wir haben uns als Biber versucht. Und ich mochte auch die Kühe, die in der Nachbarschaft waren. Die haben so nett gemut. Ja. Und natürlich gab es dann noch dieses. Und dann gab es natürlich noch das Winterchalet. Das fand ich immer toll. Vor allem wegen der Schokomilch, wie schon mal in einem anderen Video erwähnt. Wahrscheinlich habe ich nur wegen der Schokomilch irgendwie von Schokomilch nach Hause gefunden. Aber das war's im Prinzip. Unsere Urlaube sind nicht so besonders, aber ich liebe sie. Und ich freue mich jedes Jahr auf den Urlaub. Obwohl ich mich, wenn es soweit ist und der Urlaub ist, auch mindestens genauso sehr wieder darauf freue, wenn der Urlaub vorbei ist. Weil ich mag auch einfach den Alltag. Ich bin kein Fan von Veränderung. Aber das erzähle ich euch in einem anderen Video.
weil dieses Video ist hiermit zu Ende. Und wie immer, Daumen hoch oder Daumen runter, je nachdem, wie es euch gefallen hat. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Fragen habt oder wenn euch irgendein Thema interessiert. Ja, da oben irgendwo müsste der Link zu meiner Facebook-Seite sein, auch falls ihr Fragen habt. Oder abonniert mich. Und wir sehen uns dann am nächsten Freitag. Bis dahin, tschüss!